Liebe Organisatorinnen und Organisatoren, liebe Gäste von Kulturportal Russland, liebe Freunde des Deutsch-Russischen Forums, von Herzen wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten. Ins Haus steht ein Fest, das wohl am innigsten geschätzt und erwartet wird. Heute wurde das letzte Türchen des Adventskalenders geöffnet, welcher das lange Warten auf diesen wundervollen Tag zweifellos versüßt hat. Nach alter Tradition ist es nun an der Zeit, die letzte Kerze am Adventskranz anzuzünden und Weihnachten leichten Herzens und guten Glaubens zu feiern. Die Weihnachtszeit ist Zeit der Wunder, der Erfüllung von Wünschen. Sie gibt uns Anlass, uns unseren gemeinsamen spirituellen Ursprüngen zuzuwenden, darüber nachzudenken, was uns eint und verbindet. Ob am 25. Dezember oder am 7. Januar, liegt dieses gute und frohe Fest uns allen ganz am Herzen. An diesen Tagen kümmern wir uns besonders um unsere Verwandten, beschenken sie mit Aufmerksamkeit und Liebe, sorgen für alle, die unsere Hilfe brauchen. Mit Optimismus blicken wir in die Zukunft, die bestimmt besser und schöner als die Gegenwart sein muss. Das liegt alleine in unseren Händen. Ich bin überzeugt, dass sowohl die Russen als auch die Deutschen in Frieden und Wohlergehen leben wollen. Die deutsch-russischen bilateralen Beziehungen haben ein unerschöpfliches Kooperationspotenzial, eine positive Agenda, die wir im nächsten Jahr gemeinsam und nachhaltig werden umsetzen müssen. In vollem Maße bezieht es sich auch auf unsere jahrhundertealten kulturellen und humanitären Verbindungen, die unsere beiden Völker gegenseitig bereichern und einander näher bringen. Liebe Freunde, das Jahr 2020 ist zu einem Jahr ernster Herausforderungen geworden. Wir alle vermissen heute die Umarmung unserer Verwandten, Treffen mit unseren Freunden und Gespräche im herzlichen Familienkreis. Dennoch sind die heutigen Einschränkungen nicht auf immer. Wir sind zuversichtlich, dass wir schon bald zurück zu unserem gewohnten Lebensrhythmus zurückkehren können. Darum wird das kommende Jahr bestimmt besser und glücklicher sein als das scheidende. Ich wünsche Ihnen, liebe Freunde, Harmonie und eine wundervolle Weihnachts- und Neujahrsstimmung. Und nicht zuletzt bleiben Sie bitte gesund.